Ja, Manuel Kober, herzlich willkommen beim FC 08 Homburg. Und zu deinem Vorstellungsvideo haben wir dich auch direkt mal auf den höchsten Punkt Homburgs entführt, das Schlossberghotel, die Terrasse mit schönem Ausblick. Wie war die Anfahrt hierher in Richtung Schlossberghotel? Ja, nicht so einfach. Hab mich ein paar Mal verfahren. Das mit dem Navi üben war noch. Spaß beiseite. Es sind jetzt 3-4 Tage Training liegen hinter dir. Wie sind so deine ersten Eindrücke der Mannschaft und des Trainerteams? Also bis jetzt alles sehr gut. Man wurde wirklich sehr gut von der Mannschaft aufgenommen. Auch die Qualität für das, dass wir erst 3-4 Tage richtig trainieren, finde ich sehr gut. Also sehr vielversprechend. Hast du aus der aktuellen Mannschaft schon jemanden kannt? Ich nehme an, Benny Kirchhoff, mit dem hast du zusammengespielt. Benny Kirchhoff, David Hummel, Mart Risse. Hast du da vor deinem Wechsel Kontakt aufgenommen? Also und mal nachgefragt, wie ist es so? Ja, mit Mart habe ich davor ein bisschen geschrieben. Oder besser gesagt, eigentlich war es schon, als ich schon unterschrieben hatte, halt wegen Wohnung und sowas. Aber sonst eigentlich mit Benny Kirchhoff auch davor kurz. Aber das war's. Du hast in der vergangenen Saison bei Steinbach nicht nur Innenverteidiger gespielt, sondern auch viele Spiele als Linksverteidiger gemacht. Wo siehst du persönlich dich lieber? Eher innen, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt, es geht beides, aber eher innen. Wo liegt da für dich als Spieler im Endeffekt der Unterschied? Ich meine, es sind ja zwei grundverschiedene Rollen, aber wie stellt man sich da als Spieler drauf ein? Ja, das eine ist halt deutlich laufintensiver. So, da muss man sich schon erstmal dran gewöhnen, weil als Innenverteidiger muss man meistens jetzt nicht so viel laufen im Vergleich als Linksverteidiger. Also Linksverteidiger schon deutlich anstrengender, würde ich sagen. Also ist die Vorbereitung jetzt auch nicht deine Lieblingszeit, wenn man viel laufen muss? Das würde ich so nicht sagen. Als Innenverteidiger, wie würdest du dich da beschreiben? Bist du eher so der robuste Innenverteidiger, der über die Zweikämpfe ins Spiel kommt, oder eher der Spieleröffner mit Ball am Fuß? Boah, ich würde eher spielstark sagen. Jetzt nicht so der dazwischen haut eigentlich. Du bist ja nicht zum ersten Mal im Saarland. Du kennst das weltschönste Bundesland schon aus deiner Zeit bei der SVE. Hast du da noch Freunde, Bekannte oder Kontakt hin zu ehemaligen Mitspielern? Ja, Kontakt schon ab und zu mal, jetzt nicht mehr viel, aber ich kenne schon noch ein paar aus der alten Elversberger Mannschaft. Bedeutet im Umkehrschluss auch, du kennst die Liga sehr gut, denn auch in Steinbach haben wir uns jetzt schon mehrmals duelliert. Du hast mehrfach gegen den FCH gespielt. Wie schätzt du die Liga in der kommenden Runde ein? Boah, immer noch sehr stark, auch wenn man jetzt denkt, in den letzten Jahren sind sozusagen die Favoriten aufgestiegen. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, das Niveau lässt nicht wirklich nach. Also es bleibt immer noch schwer. Haben da die vermeintlich kleineren Vereine einfach auch aufgeholt, was Fußballtaktik etc. angeht? Boah, das ist eine gute Frage. Das kann gut sein. Probier dich an einer Analyse. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Schlussendlich bist du aber hier in Homburg gelandet. Warum? Steinbach ist ja auch durchaus ein ambitionierter Verein. Warum hast du dich jetzt schlussendlich für Homburg entschieden? Oh, also die Gespräche liefen einfach sehr gut. Und auch dadurch, dass ich halt schon 2-3 Spieler kannte, macht es das einem natürlich auch einfacher. Und ja, einfach der Verein, die Ambitionen, auch so wie gespielt werden soll, das hat mich einfach überzeugt und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich weiß, dass jetzt jeder Fan frag ihn, wie gespielt werden soll. Danny hält sich da immer so ein bisschen zurück mit seiner Aussage. Aber wir kommen zu den Fragen der Fans. Und einer davon lautet, bist du eher eine Abwehrkante, ein lauter Spieler oder dann doch eher ein ruhiger Vertreter deiner Zunft? Ich würde sagen, geht beides, aber eher ruhig, würde ich sagen. Die Frage hast du auch schon so ungefähr beantwortet. Hast du schon Spieler vom FCH gekannt? Ja. Soll ich nochmal aufzählen, welche? Ja, zähl bitte nochmal auf. David Hummel, Benny Kirchhoff und Mart Risse. Und natürlich aus einigen Duellen lernt man sich ja auch kennen. Die nächste spannende Frage, wo ist dein Schnauzer hin? Ja, der musste irgendwann mal abgemacht werden. Der wird eigentlich immer nur für Malle stehen gelassen und danach kommt er wieder weg.
Also es ist so ein jährlich wiederkommendes Thema bei dir? Ja, würde ich schon sagen. Kann auch so mal zwischendurch wiederkommen, aber eher dafür. Welche Musik hörst du in der Freizeit am liebsten? Jetzt Genre oder? Ja, oder Bands, Lieblingsbands. Hip-Hop, Rap-Pop, sowas in die Richtung. Wie war die trainingsfreie Zeit für dich? Was hast du gemacht? Konntest du Urlaub machen? Malle hätte ich jetzt mal so leicht rausgehört. Ja, wir waren 2 Tage auf Malle, aber da sage ich jetzt nicht so viel dazu. Dann halt ganz normal Urlaub gemacht, aber trotzdem auch schon auf die Saison vorbereitet. Also es war so beides. Und zum Abschluss, worauf freust du dich dieses Jahr am meisten oder diese Saison? Die Heimspiele.